Will Glossybox eigentlich was an ihrem Image ändern, weil sie jetzt im Öko-Karton kommt? Ich weiß es nicht, aber ich habe mal spontan oben aufgeschnitten. Es schaut dann bei mir immer so aus, dass ich mit der Schere Ratsch mache und habe natürlich hier die halbe Kiste mit aufgeschnitten. Tja, typisch, oder? Also, ich packe es jetzt mal aus. Das hier ist die Monats-Glossybox mit 100 Flyern. Also so nachhaltig, wie sie sich geben jetzt hier mit dem Karton, kommen da so Plastikkärtchen mit von allen möglichen total random Firmen, die niemanden interessieren, gefühlt. Also HelloFresh ist jedes Mal drin. Why? Dann ist ja noch von Happy Brush was drin. Kein Interesse. About You? Nö. Und Zahnschiene? Buh, nee, auch nicht. Also wieder viel Müll. Und hier ist die Glossybox von Januar 2022. Und wenn euch auch interessiert, was denn in meiner Glossybox steckt, bleibt doch sehr, sehr gerne dran. So, Deckel ist ab und das ist der Blick in die Box. Wir haben die Mindful Mornings Edition, ein Online-Magazin. Ab Januar 2022 gibt es dein Glossy-Magazin als umweltfreundliche Online-Version. Sehr schön. Also das freut mich, das ist auch so auf dem Ökopapier gedruckt. Allerdings, warum liegen dann so viele Hochglanzzettelchen hier mit dabei, mit so Kärtchen und so, muss denn das sein? Also so irgendwie nicht so durchdacht, finde ich gerade. Ja, schön. Das heißt, ich gucke nachher nach. Ich filme jetzt gerade mit dem Handy. Das heißt, ich kann es nicht nebenher nachgucken und blende euch dann irgendwas Wissenswertes oder irgendwelche Preise oder so dann auch wieder ein. Das ist die Box. Raschel, raschel. So, und das habe ich drin. Ich glaube, ich sehe schon ein bekanntes Produkt hier. Ja, das nehme ich als erstes raus, um es euch zu zeigen. Das hier hatte ich schon einmal von Pure 97, Feuchtigkeitscremeöl für trockenes Haar. Jasmin- und Kokosnussöl ist da drin. 0% Silikone und Farbstoffe, 97% natürliche Inhaltsstoffe, cruelty-free, vegan. Und ich weiß, den Duft mochte ich eigentlich echt gerne. Mal gucken. Ja, das riecht immer noch so, also richtig, richtig toll, wie ich finde. Aber das hat meinen Haaren gar nicht gut getan. Im Gegenteil, das hat ihnen eher noch zugesetzt. Deswegen werde ich das weiter wandern lassen. Ich glaube, also es sieht ein bisschen anders aus. Das andere war größer, was ich hatte, und ein bisschen andere Pumper, meine ich. Aber ich meine, das wird wahrscheinlich das Gleiche sein wie damals. Es hat meinen Haaren leider überhaupt nicht gut getan. Und deswegen werde ich das weiter wandern lassen. Das nächste Produkt habe ich schon. Das war im Adventskalender von Glossybox mit drin. Ich hatte den dänischen, meine ich, Glossybox Adventskalender, also nicht den deutschen. Und da war das auch mit drin. Und von daher, es liegt noch irgendwie bei mir rum. Aber ich glaube, ich will das gar nicht benutzen. Weil ich habe schon eine Gesichtsreinigungsbürste und sowas braucht man auch nur einmal alle paar Jahre. Und ja, oder ich heb mir noch eine auf, ich weiß es nicht. Grundsätzlich ist das nicht schlecht, wenn man so ein Tool daheim hat. Wenn man irgendwann zu viel hat, dann wird es zu viel. Ja, ich habe die jetzt doppelt, aber deswegen kann ich halt eine weitergeben. Habe sie noch nicht getestet, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Dann gibt es eine Hyaluron-Maske von Shevens. Die kenne ich jetzt selbst noch nicht. Hydroboost, tiefenwirksame Hydration mit neuer Elastizität. Klingt auf jeden Fall fein. Inhaltsstoffe, dritter Inhaltsstoff Alkohol. Ja, 0% Mikroplastik, also mir gefällt die Marke an sich gut. Nicht alle Produkte gefallen mir. Da werde ich noch überlegen, ob ich die behalten werde oder weitergeben werde. Es gibt noch drei Produkte. Dann haben wir das hier und das Packaging. Ich finde das so schön mit den Sternen drauf. Steamy Jasmin Scented Self-Warming Steam Eye Mask. Self-Heats in 30 Seconds. Das ist eine selbstwärmende Augenmaske. Okay, braucht man sowas. Also erst einmal das Packaging, mega schön. Ich habe sowas noch nie gehabt. Also ich habe sowas auch noch nie in meinem Leben vermisst, eine selbstwärmende Augenmaske. Vielleicht ist das richtig geil, wenn man das macht. Vielleicht sage ich dann, oh mein Gott, sowas muss ich öfters haben. Aber ich kenne das halt nicht, aber ich hätte es auch noch nie vermisst. Ja, ich werde es vielleicht einmal testen oder werde ich es weitergeben. Nee, ich werde es vielleicht einfach mal testen, um dann sagen zu können, wie das war. Weil wenn es was ganz Neues ist, was ich noch nie gemacht habe, dann möchte ich das eigentlich auch wissen, was das ist und wie das funktioniert. Icona Milano, also auf jeden Fall ist Mailand. Oh, ich finde Mailand ja so, so schön. Ich bin so gern in Mailand.
gehe da gerne shoppen. Ray of Light Illuminating Concealer in der Farbe 01. B2 Mark Milano. Okay, also Farbe 01, ein Concealer. Gucken wir uns an. Ui, das ist leer, oder? Also, ich drücke. Es kommt nichts. Hilfe! Ist da was drin? Oh, jetzt kommt was. Das ist die Farbe 01 und das müsste eigentlich gut passen. Also das hat so einen leichten rosa Stich, habe ich so das Gefühl. Aber das ist gar nicht so schlecht unterm Auge. Das macht so ein bisschen wach und munter. Doch, gefällt mir gut. Also den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und jetzt zu meinem Highlight. Ich habe natürlich schon gelesen oder gesehen hier, was da so liegt. Das hier liegt da drin. Matte Masking. Melting Mood Cleansing Mask 3 in 1. Ob ich die schon im Backup habe, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Marke mag ich jetzt sehr, sehr gern. Also die sind PETA zertifiziert. Skin Loving Ingredients. Made Fresh in Amsterdam. Also das wird in Amsterdam produziert mit gesichtsschonenden Inhaltsstoffen und ohne Tierversuche. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ich wollte mal kurz nachlesen. Leave the cleansing mask on your face and brush your teeth meanwhile. Ah, okay. Also man soll es auf gereinigtes Gesicht auftragen, dann aber drauf lassen, solange die Zähne putzen, das heißt 3 Minuten, 2,5 Minuten, und dann wieder abtragen. Das heißt, es sollte so 2-3 Minuten irgendwie auf der Haut draufbleiben und dann wieder abwaschen. Hat eben auch nicht nur den Reinigungseffekt, sondern eben auch einen Pflegeeffekt damit drin. Sehr, sehr schön. Also ich freue mich über das Produkt. Sehr. Und das war's. Die Glossy Box ist leer. Und ich finde sie so geteilt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ding hätte ich nicht gebraucht. Viele von euch wahrscheinlich auch nicht. Aber die, wo sowas noch nie hatten, und ich finde auch, die Glossy Box ist eher auch eben für jüngeres Zielpublikum gemacht, die gerade vielleicht auch am Entdecken sind oder so. Und die finden das natürlich super spannend. Das hier muss ich weiter wandern lassen. Also ich hatte das schon und es ging bei mir gar nicht. Concealer, sehr spannend. Ich freue mich, dass es meine Farbe ist, aber alle die, wo vielleicht nicht ihre Farbe haben, tut mir leid, weil es ist halt immer schade, wenn man sowas farbgebundenes hat. So schaut es bei mir aus mit der 01. Ja, weil wenn ich jetzt eine dunklere Haut hätte, dann wird das wieder nicht gehen. Maske ist auch ein tolles Produkt. Das hier ist etwas, wo ich noch nichts drüber sagen kann. Braucht es die Welt oder nicht? Keine Ahnung. Und Matte Maske geht auf jeden Fall immer. Also ich finde die Januarbox eigentlich recht schön. Wieder ein paar Produkte dabei, wo weiter wandern werden. Aber ansonsten sind auch schöne Sachen mit dabei. Schön, dass ihr noch eingeschaltet habt zu meinem verspäteten Glossy Box Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.